also das Gefühl, dass die Person, die uns jetzt gleich interviewt, einfach irgendwie gegen uns sprechen wird und irgendwas aus uns rauskitzeln wird, macht mich ein bisschen nervös. Ich glaube, jeden hier ein bisschen. Genau deswegen ist das Interviewtraining da, um diese Aufregung in Souveränität zu verwandeln, unabhängig von ihrer Leistung im Wettbewerb. Die Stimmung heute ist schon angespannt, weil du weißt nicht, wie der Mensch dir gegenüber dich widerspiegelt. Und natürlich ist dadurch halt jeder auch unsicher, okay, was wissen die jetzt schon über mich? In dieser Branche sind wir immer wieder unangenehmen Fragen ausgesetzt. Meine Models sollen schon jetzt lernen, wie man sich in solchen Momenten am besten verhält. Und dafür habe ich mir eine erfahrene Journalistin zu Germany's Next Topmodel geholt. Mein Name ist Claudia von Brauchitsch. Ich arbeite als Moderatorin bei Sat.1. Ich durfte das finale Triell moderieren. Ein absoluter Meilenstein in meiner Karriere. Für Sie drei heute ist es das Triell, auf das es ankommt. Herr Scholz, ohne Blabla, wenn es geht, in einem Satz. Was gibt's pro Monat mehr? Wir machen heute mit den Models auch eine Art Triell. Es geht natürlich darum, dass sie sich verbal präsentieren. Es geht nicht um die Optik. Ich habe natürlich alle Folgen schon verfolgt bis heute. Auch in den sozialen Medien ist mir das ein oder andere aufgestoßen, was ich heute gern zur Sprache bringen möchte. Hallo, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Ich bin Claudia von Brauchitsch, arbeite als Journalistin bei Sat.1. Unter anderem moderiere ich da die Akte. Ich finde es einfach eine unglaubliche Ehre, dass sie hier ist. Also sie ist einfach eine super kompetent, souveräne Frau. Bin heute da, um mit euch quasi in Real Life mal das erste Interview zu machen, wie ihr euch vor der Kamera präsentiert. Wir machen das dieses Mal in einem ganz besonderen Format. Wir machen ein Triell. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr die Bundestagswahl verfolgt habt. Ich habe die Kanzlerkandidaten interviewt, sodass immer drei von euch vor mir sitzen. Dass das jetzt ein Triell ist und kein Einzelinterview, das ist natürlich ein Schock, weil jetzt geht es wieder darum, interessant zwischen zwei anderen Mädels zu sein. Beim Triell ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn sie Fragen gegeneinander stellt und ich dann irgendwie eine Kandidatin da dissen muss, während die da neben mir sitzt. Oh mein Gott. Wichtig ist auch, dass ihr untereinander agieren könnt. Also wenn ich eine Frage an den einen oder anderen stelle und ihr vielleicht Stellung beziehen wollt, könnt ihr das in diesem Format machen. Aber ihr seid ja alle gut vorbereitet, habe ich gehört. Ja. Okay, gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Ich mag so Situationen nicht, wo man boxt. Ich glaube, es gab schon Feuer in Fachen hier auch in der Gruppe. Wer von euch hat am meisten Angst heute? Also, ich habe zwar Angst, aber ich versuche trotzdem locker zu bleiben. Habt ihr keine Angst? Für Juliana auf Knopfdruck vor Kamera reden ist eine Schwierigkeit. Deswegen glaube ich, wird das für sie heute die größte Herausforderung, weil sie dann auch manchmal sich selber verliert. Und sie hat manchmal diese Eigenschaft an sich, dass sie so einen Satz anfängt und dann ihn doch nicht. Die Sorge ist natürlich ganz hoch von einem Blackout. Ich versuche aber irgendwie, also ich meine, klar, wenn man mal ein bisschen verunsichert ist und dann mal kurz drüber nachdenkt, bevor man redet, ist ja auch nicht verkehrt. Ich bin gespannt, wie die Models sich vorbereitet haben, weil es ist ja auch eine Riesenchance heute. Sie können sich präsentieren, sie können Geschichten erzählen, die so vielleicht keiner noch von ihnen kennt. Ich stehe in Time und ich habe für alles eine Erklärung. Ich weiß aber, dass zum Beispiel irgendwie ein TikTok, was ich jetzt lustig finde, könnte jemand anders als lächerlich empfinden und mich dann damit bashen, weißt du? Das ist halt so das Ding. Also es sind ja auch so Profis, die fühlen einen so richtig auf den Zahn. Es kann schon sein, dass ich heute nicht so super nett rüberkomme, aber das ist ja auch letztendlich nicht meine Aufgabe. Mir geht es darum, dass sie lernen, in unbequemen Interviewsituationen professionell zu reagieren. Und da muss man halt manchmal ein bisschen gemeiner sein. Ich war da schon eingeschüchtert, weil die beiden ja auch wirklich zu guten Rednern gehören. Da gehen schon Ängste durch ein. Kommt man weiter oder wird das der Punkt sein, an dem die Heidi dann sagt, okay, ich schmeiß dich aus der Show, weil du da eben noch schwächelst, vor der Kamera zu reden? Geht's euch gut? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Respekt, ne? Du hast Respekt, warum? Auf jeden Fall, ja. Ich kenne diese Social-Media-Folge, da wird einem oft ja auf den Zahn gefühlt, aber ich empfinde das auch als gutes Training. Dann fangen wir doch mal bei dir an. Mhm. Bei TikTok bist du ganz aktiv unterwegs. Genau. Können wir mal kurz reinschauen? Ja. Da parodierst du ja in verschiedenen Rollen, bist auch sehr wandelbar. Welche davon ist die echte Sophie?
Keine davon, denn es ist wirklich eine Parodie. Ich spiele auf jeden Fall Rollen. Ich habe wenige der Situation selber erlebt, die ich auf TikTok wiedergebe. Demnach ist keine davon die echte Sophie. Wer ist die echte Sophie? Die echte Sophie ist hier bei Germany's Next Topmodel. Ich muss sagen, bei Sophie ist es manchmal so, als wenn sie so eine Rolle einnimmt. Sie hat auf jeden Fall Modelpotenzial. Aber müsste ich mich jetzt wirklich entscheiden, dann würde ich schon eher in die Entertainment-Richtung sagen. Okay. Pauline, ich habe auch deinen Social-Media-Account mir angeschaut. Ja. Und jetzt musst du mir helfen. Gerne. Du hast über 10.000 Follower. Mhm. Das ist eine Menge. Aber wenn ich mir das so angeschaut habe, werden deine Posts kaum geliked. Wie geht das? Ja, das stimmt. Als ich meinen Fashion-Blog damals begann, habe ich einen Boost gebraucht. Habe mich verglichen mit anderen Instagrammern, habe gesehen, oh, die haben viele Follower und haben super viele Likes und werden gesehen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und habe da so ein bisschen nachgeholfen. Damit gehe ich aber. Also du hast die Follower gekauft? Ich habe die Follower gekauft, genau. Okay, wäre das auch was für euch in Frage käme? Nein, auf keinen Fall. Ich kann ihre Intention verstehen, weil ich weiß, dass man dann auch gerne gesehen werden möchte. Mhm. Man braucht dann so einen kleinen Boost und man denkt sich so, hey, ich habe so viel drauf. Aber Zahlen sind Zahlen. Wichtig sind die Menschen dahinter, die einen dann auch unterstützen und supporten. Bei Sophie merkst du den Ehrgeiz. Die hat eine Haltung durch die Bank immer so. Die kann auf jede Frage antworten. So überzeugend, dass sie echt eine gute Art hat und, glaube ich, auch ziemlich weit kommt. Was kannst du besser als Juliana? Ich glaube, ich habe eine facettenreichere Persönlichkeit. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig, aber ich habe auch eine total humorvolle Seite. Hat sie recht? Bist du zu wenig wandelbar? Nein, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Zu wenig humorvoll? Nein, das würde ich nicht behaupten. Zu wenig facettenreich? Ich bin halb Brasilianerin und ich bringe auf jeden Fall ein Temperament mit mir, aber im positiven Sinne. Und wenn es drauf ankommt, kann ich natürlich auch facettenreich sein. Aber ich bin eher eine Person, und zwar ich. Und das reicht schon. Und woran liegt es dann, dass es gerade nicht so läuft? Nein, das würde ich jetzt nicht so heißen. Also es ist okay, ich habe diese Schwäche, dass ich mich manchmal nicht genau zu 100% auf eine Sache fokussieren kann, weil mir so tausend Dinge in meinem Kopf vorkommen und ich dann ja am liebsten das alles teilen möchte. Ja, aber ich werde daraus lernen, andere Dinge, die dann auch in meinen Kopf kommen, einfach auszuschalten. Juliana tut sich ja wahnsinnig schwer, richtige, ordentliche Sätze am Stück zu formulieren. Das merkt man tatsächlich. Also da siehst du in ihrem Kopf, dass es rattert. Aber sie hat sehr diplomatisch geantwortet und das gut und authentisch rübergebracht. Für mich lief's gut. Also für mich lief's gut. Hier hat reingeschaut und zack. Die sind auf jeden Fall ein bisschen mehr gerostet worden wie ich. Ja. Oh ja. Ihr seht erleichtert aus. Ich ja. Bin also ich muss sagen, sie ist schon echt eine toffe Frau. Ja. Sie hat die Coolness. Also sie ist schon sehr einschüchternd auf jeden Fall. Dann kam nämlich die Sache mit den Followern. Also da hat sie schon versucht so, ist ja unangenehm, ne? Ich habe Follower gekauft, wer will das gerne zugeben? Weil ich hasse es, fake zu sein. Ich wollte es aber damals, weil ich eben diese Aufmerksamkeit wollte. Ich wollte, dass die Leute auf meinen Blog gehen, ich wollte mehr Likes haben, ich wollte mir eine Karriere irgendwie damit aufbauen. Ich war sehr überrascht, dass Pauline sich halt einen Follower gekauft hat. Ich dachte mir so, okay, warum? Also was bringt es dir? Du lügst dich dadurch selbst. So, warum? Ich bin komplett fein damit, dass ich auf meine Followerzahl angesprochen werde. Ich gehe da sehr, sehr offen mit um. Ich habe auch sogar meine eigenen Follower darüber informiert, hey, die Nummer ist nicht richtig. Und ich bereue das ja auch. Also wenn ich zurückschrauben könnte, würde ich es machen. Und was hast du generell erzählt? Ja, Leute, ich habe es immer kurz und knapp gehalten, damit ich mich auch nicht verhaspel. Also ja, Leute, ich bin zufrieden. Ja. Ich glaube schon, dass so das Loslassen und sich frei zu fühlen eines meiner Schwachpunkte ist. Aber diese Ausstrahlung, die ich habe, habe ich raushängen lassen und habe mich dann hingesetzt, ganz tough. Und ja, ich glaube, das fand sie ganz gut.